Dann schon. Jetzt wurden wir ja von so einem Maya-Inka-Gott irgendwie gesegnet. Wenn wir Bock haben, gehen wir einfach hier in dieses komische Portal. Oh! Und jetzt spawnen wir am Strand. Ark lässt grüßen. Es sieht ein bisschen leer aus hier auf der rechten Seite, aber links ist schon was los auf jeden Fall. Alles das hier haben wir Krabben. Kann ich irgendwas schon machen eigentlich? Ich hab was zu essen. Ach, das ist ein HP-Buff. Das sieht aus, als hätte ich meine halben HP verloren. Aber ich habe einfach doppelt so viele HP. Die sind allerdings nicht aufgefüllt. Links haben wir Quest. Du hast wichtige Anleitung erhalten. Bitte sieh sie dir an. Wichtige Anleitung. Liebe aus der Seelenmaske. N. Liebe aus der Seelenmaske. Okay. Wir können es kaum erwarten, dir auf dieser Gameplay-Kernkonzepte-Seite die Inhalte vorzustellen, die uns besonders am Herzen liegen. Sie scheinen auf den ersten Blick vielleicht etwas komplex zu sein. Doch sie werden garantiert viel Spaß machen. Daher möchten wir dich dazu einladen, dir diese Einführung anzusehen. Wenn du dich mit Sandbox-Games nicht besonders gut auskennst, aber Spaß am Ausprobieren hast, dann kann diese Einführung vielleicht deine sämtlichen Unklarheiten beseitigen. Wenn du ein Experte für Sandbox-Games bist, dann kannst du dir selbstverständlich auch gleich ins kalte Wasser springen. Wir werden dich bei Gelegenheit daran erinnern, hier Dinge nachzuschlagen. Okay. Okay. Wir wachen erstmal und gucken mal, ob wir auch so klarkommen. Rüste dich mit Waffen, Ausrüstung und Werkzeugen. Ich lese jetzt gerade die Quest oben links. Und Werkzeugen aus. Errichte einen Unterschlupf, rekrutiere Stammesmitglieder, arrangiere Arbeiten, schalte Kontrolle frei, gründe deinen eigenen Stamm. Das ist ein bisschen was. Visiere Sträucher in der Umgebung an und klicke E, um 5-mal zu sammeln. Suche auf dem Boden in der Umgebung nach kleinen Steinen. Drücke E, um sie 5-mal aufzuheben. Suche auf dem Boden in der Umgebung nach Baumzweigen und klicke E, um sie zu sammeln. Okay. Ich weiß nicht, die Krabben sehen aus, als würden sie mich hauen wollen. Und da ich gerade noch unbewaffnet bin, gucken wir erstmal. Hier haben wir... Aha, okay. Steine und... Ja. Das sieht auch schon mal sehr aus wie Ark. Da haben wir Level abbekommen. Hier kann ich an Sträuchen, Büschen, wie auch immer, sammeln. Verbessere dann Ernten können auf 2. Also wir leveln auch beim Aufsammeln irgendwie unsere Erntenfähigkeiten. So, ich glaube, jetzt haben wir alles gesammelt. Drücke T, um die Wissen- und Technologie-Seite zu öffnen. Wähle Lagerfeuer und halte den linken Knopf auf der rechten Anzeigenleiste gedrückt, um es zu aktivieren. Okay. Wir können sehr viel lernen. Wir können sehr viel lernen. Sehr viel Zeug lernen. Stahlwerkzeug. Wir können sehr viel lernen. Okay. Säbelzahn-Set. Nebelfrosch-Set. Wir sollen auf Lagerfeuer gehen. Lagerfeuer. Gelernt. Haben wir gemacht. Drücke Tab zum Öffnen des Tasche-Interfaces. Wähle die Herstellungsliste aus. Lagerfeuer zur Herstellung. Wähle hergestelltes Lagerfeuer. Okay. Hä? Lagerfeuer. Es hat sich angehört, als wäre was passiert, aber ich sehe kein Lagerfeuer. Haben wir das hergestellt jetzt oder nicht? Wegwerfen, übertragen, aufteilen, zerlegen, reparieren. Wie kann ich das herstellen, den Lachs? Mit gedrückt halten, nicht. Rechte Maustaste, stelle 10 her. Nein, will ich nicht. Stelle eines her. A mit E, okay. Hätte man als Gamer vielleicht auch früher schließen können. Okay, jetzt habe ich auf 3 das Lagerfeuer. Das soll ich auch direkt aufstellen. Und wir suchen uns mal hier irgendwie einen Ort, wo wir unser Lager aufbauen wollen. Oh. Ein Tapijara. Tapijara? Heißen die so? Tapi-Tipi? Tapi. Irgendwie ist mit T auf jeden Fall.
Hier sieht nicht schlecht aus eigentlich, oder? Hier wären wir so ein bisschen im Schatten vom Berg. Da haben wir Wasser, wir haben Wildtiere, wir haben genug Bäume und Büsche und alles. Baumaterial, ich würde sagen, hier bauen wir unser Lagerfeuer hin. Check. Im Lagerfeuer kann ich kochen. Drücke T, primitive Werkzeuge, Steinwerkzeuge. Primitives Werkzeug. Steinwerkzeuge. Überlegungsgrundlagen, Steinwerkzeuge. Ich habe nur noch 10 Punkte. Verbleibende Punkte 10. Ich könnte also schon mal hier Wasserkrug, Käfernetz, leuchtende Hüftlampe herstellen. Naja, ich warte mal, was der Rest noch sagt. Feuer gemacht! Feuer gemacht! Wird hergestellt. Axt dazu geht nicht. Leuchtende Hüftlampe stellen wir auf 0. Und Essen kann hier auf 4 oder so. Axt auf 1. Geil. Erste Axt. Oh! Oh, aber ich dachte gerade, der Stein geht sogar da kaputt, wo wir hinschlagen, aber geht er nicht. Kaputt. Kupfererz, Feuerstein. Okay. Tab, Steinaxt. Habt ihr das andere abgebrochen? Wir waren mit dem Arc-Projekt fertig. Es gab ein Ende beim letzten Arc-Projekt. So, und jetzt die Axt zum Bäume fällen. Blablabla. Next. Jetzt sollen wir eine Sense herstellen. Wozu uns noch 2 Steine fehlen. Also wieder auf die Spitzaxt. Spitzhacke. Auf die Spitzaxt. Oh, ich habe einen Türkisstein gefunden. Und jetzt eine Sense. Hast du so einen großen Schlappschwanz oder wieso bewegt sich das Tuch so? Man kann keinen Schlappschwanz sehen. Sense. Strauch. Halten wir Beeren, wir halten Stroh und wir halten Fasern. Auch relativ, also loot-technisch ist das schon sehr ähnlich wie Weinreben. Wie Ark. Aber ich finde grafisch, natürlich ist es kein Unreal Engine 5 oder irgendwie sowas grafisch, aber es ist schon okay. Nachdem ich meine FPS auf 120 festgesetzt habe, läuft es auch flüssig. Steuerung ist auch gut. Ich finde sehr, also ich mag sowas immer so, es ist sehr, wo waren das? Sehr motivierend, wenn man so viel Zeug freischalten kann. Finde ich auch cool. Und es gibt auch noch Maskenknotenreparatur. Hier kann man dann auch seine Maske leveln. In verschiedenen Richtungen. Also bis jetzt war es erstmal guten Eindruck. Stabil auf jeden Fall. Drücke O. Charakterseite. Wähle in der Attributsleiste das Attribut, welches du verbessern willst. Ah, Charakterattribute können wir auch noch verbessern. Level 5. Wahrnehmung. Jeder, das ist jetzt so ein bisschen MMO-mäßig, ne? Jeder Punkt Wahrnehmung erhöht Koma-Wiederherstellung um 0,2 Produktionsertrag. Okay. Und Bogenschaden wird jeweils um 0,5% erhöht. Wenn man auf ein Ziel wirft, wird die Genauigkeit erhöht. Da wir die Bogenmaske haben, wäre das vermutlich eines unserer Hauptattribute, weil wir Bogenschaden steigern. Konstitution bekommen wir mehr Zähigkeit, also wahrscheinlich Rüstung oder irgendwie sowas. Wir steigern unsere HP-Regeneration und wahrscheinlich auch unsere Insgesamt-HP und die Beseitigung von Giften oder irgendwie sowas. Kraft erhöht die Traglast, erhöht das Sammeltempo, erhöht den Schaden von Schwertern und Hämmern. Und man kann weiter werfen. Belastbarkeit erhöht die maximale Ausdauer. Agilität erhöht Lähmungswiderstand, Produktionstempo und Schaden von Speer, Klinge, Doppelklinge, Fäustlingen und Angriffstempo. Okay, ich würde sagen, wir gehen erstmal hier in Wahrnehmung rein. Erhöhen, 2 Punkte. Außerdem mehr Tragen ist auch nicht schlecht. 1 Punkt allerdings nur.
bisschen mehr aushalten, wahrscheinlich für den Anfang jetzt. Auch nicht schlecht. Zwei, auch nur ein. Okay. Mehr haben wir nicht. Und bestätigen. Kommt kein Arc mehr auf YouTube. Zurzeit läuft kein Arc auf YouTube. Aber das Game heißt, by the way, Soul Mask. Arc bringen wir auf YouTube auf jeden Fall wieder, sobald Aberration rauskommt. Primitive Waffen soll ich lernen. Primitive Waffen. Da ich ja die Bogenmaske habe, würde ich sagen, wir nehmen hier... was ist das? Holzspeer? Holzpfeil. Wir nehmen hier Bogen und Pfeil. Pfeil und Bogen. Oh. Ich hätte wohl einen Speer herstellen sollen. Speer lernen sollen. Also werden wir noch den Speer freischalten. Auch ein Bogenschütze muss ja sich im Nahkampf verteidigen können. Deswegen Speer vielleicht nicht schlecht. Die Sense legen wir auf 9. Ich glaube, die brauche ich eher seltener. Essen vielleicht auch doch mal lieber hier unten, damit wir mehr Platz haben. Und dann will ich aber auch schon mal... Pfeile können wir schon mal herstellen. Was brauchen wir für einen Bogen? Für einen Bogen brauchen wir dickes Seil. Dickes Seil haben wir noch nicht gelernt. Ich habe Weinreben. Formelsuche. Seil. Dickes Seil. Strohfundament. Dickes Seil. Lernen. Finde ich cool, das ist so viel. Es ist ja schon relativ umfangreich, aber man kann einfach suchen, was man lernen will. Das hat funktioniert. Finde ich nice. War auch sehr intuitiv. Sternchen, sag ich mal. Sternchen. Und dann wollen wir Seil herstellen. Eins. Ich hätte gerne noch eins. Noch eins geht nicht. Wir brauchen Weinreben. Also, Büsche. Aber ein Speer haben wir schon mal. Egal, in welche Richtung ich gehe. Rechts ist Deffen. Gedrückt halten ist so eine Special Attack. Aber ich kann nur nach vorne schlagen. Ich kann keine anderen. Ich kann nicht irgendwie noch von oben nach unten oder irgendwie sowas. Nur geradeaus. Halte ein Holzspeer und drücke F zur Nutzung von Spezialangriff. Oh. Oh. Okay. Okay. Nochmal F drücken, bekommen wir den Speer zurück. Warte mal. Ich will eben ganz kurz hier, bevor ich weitermache. Ich werde eben noch einen Bogen herstellen. Daddy Deko am Start, Digga. Wir sind am Start, Digga, Ricka. Hallöchen. Mein täglich Boot zum Runterkommen. Jessica, das freut mich sehr. Danke dir. Moin, moin, Maximilian. Das Game heißt Soul Mask und ist heute erschienen. Zunächst brauche ich nochmal die Sense, um noch einen Busch abzubauen oder zwei. Ernte können auf 4 verbessert, Digga. Wir sind einfach Profis. Okay, man kann auch direkt 2 Büsche auf einmal abbauen, wenn die dann noch genug aneinander stehen. Und jetzt noch ein dickes Seil. Und damit können wir jetzt einen Holzbogen herstellen. Wird gecraftet. Und dann sollten wir auf jeden Fall nochmal gucken. Für ein Holzpfeil brauche ich nur 5 Baumzweige. Ich habe 19. Dann machen wir mal direkt alle 15. Dann habe ich 20 Pfeile. Das sollte, denke ich mal, ausreichen. Für was auch immer wir jetzt planen. Drücke M. Um die Karte aufzurufen. Darauf siehst du deine gegenwärtige Position, mysteriöse Orte in deiner Umgebung und markierte Standorte. Drücke Q, um Lebenswahrnehmung einzusetzen und die Umgebung zu erkunden. Dadurch kannst du gefährliche Kreaturen innerhalb eines bestimmten Bereiches vor dir erkennen. Diese Fähigkeit. Oh, mach's gerne. Okay, also es sieht so aus, als. Also, kein Plan, das hier schon existiert. Aber das ist die Karte bis jetzt. Also entweder so viel, wie wir aufgedeckt haben bis jetzt, oder das ist alles, was bis jetzt da ist. Ist ja noch Early Access, ne? Aber, Jan Mai, das Ganze wird weniger suspekt, wenn ich dir sage, dass ich meine goldene Maske von einer Gottheit verliehen bekommen habe. Wow.
So, Q für Lebenswahrnehmung. Okay, unsere Reichweite ist anscheinend eher klein. Aber Tapir heißen sie. Ich würde sagen, wir machen Spezialfähigkeit mit unserem Speer und seilen den Tapir mal unseren Speer. Oh, der hat einen Baby-Tapir dabei. Komischerweise ist der Baby-Tapir. Aha, ich kann ihn ranziehen damit. Special Speerattacke. Ausweichen. Puh. Interessanterweise war die Tapir-Mama Level 4 und das Baby-Tapir ist Level 6. Wir können zielen. Hä? Anlegen. Anlegen, E, anlegen. Aufteilen, verlegen, wegwerfen. Präferenz, Z. Ich sehe hier keinen Slot für Pfeile. Ah, warte, wie ein Ark. Ha! Wie ein Ark, einfach draufziehen. Headshot macht nicht mehr Schaden, finde ich schade. Muss ich sagen. Ich hätte gern, dass ein Headshot irgendwie einen Crit macht. Oh, der hat einen, ist gar kein Baby-Tarp hier. Ist ja voll groß. Bogen können erhöht. Aua. Okay. Jagdbewertung. Erleger Deko. Holzbogen. Jagdbewertung 869 von, keine Ahnung, EP 96,25. Schnelltötungsbewertung gut. Integrität gut. Stelle des letzten Treffers Kopf, weil ich Profi bin, ne? Wir treffen immer den Kopf, weil Aim. Schadensanteil des letzten Treffers 15%. Speichere Daten. Speichere Daten. Ah, okay, warte, hier kann ich einfach nur sehen, was ich wann gejagt habe. Kann ich jetzt... okay, warte. Erst einmal hier zur Mama oder wie das... Hier, den anderen. Auch mal einfach speichern. EP 104 hat mehr gebracht, obwohl das Level niedriger war. Ich muss auf Klo. Ich muss auf Klo, Muchachos. Schnelltötung hervorragend, weil ich schneller war. Vielleicht Jagdbewertung 1930. Doppelt so gut wie beim Bogen. Ich gehe kurz auf Klo. Ich bin neugierig. 100 Jahre später. So, okay. Also... Anscheinend für die Jagdbewertung ist es wichtig, wie schnell man ist beim Erlegen. Jagdwertung edel sogar. Oh, jetzt ist es dunkel hier. Und hier war Jagdwertung Anfänger. Das finde ich ja ein bisschen fast beleidigend. Ich soll ein Steinhackmesser herstellen. Und dann kann ich mit dem Steinhackmesser die Kadaver zerlegen. Level up. Frischfleisch. Bestienhaut. Bestienblut. Kadaverstück. Ist so dunkel, ich sehe den anderen nicht mehr. Der war doch hier irgendwo. Wo lag denn der? Warte, wir haben doch unsere... Null. Aha. Noch unsere Hüftlampe. Hä? Hat den irgendwie aufgefressen oder bin ich dumm? Der lag doch hier. Lag der nicht genau hier? Ich bin der Meinung, das war hier. Ich hab gerade noch gesehen. Oh. Verteidigung und Wegrollen. Oh, Wegrollen gibt's auch. Tasten und Schnelltest. Ja, egal. Leertaste und linke Maustaste gibt's auch noch. Was ist das? 3 ist... Drücken der linken Maustaste nach einem Sprung. Ein Abwärtsangriff. Okay, also erst springen, dann zuschlagen, auch ein Abwärtsangriff. Und 4 ist eine spezielle Angriffsfähigkeit, die davon abhängt, welche Maske ich habe. Aber hier, Verteidigung und Wegrollen, da war das. Halten der rechten Maustaste für Defense, ja, weiß ich, aufgrund ihrer unterschiedlichen Größe sind Blockeffekte, bla bla bla, wenn du kein Schild trägst, bla bla bla.
Angriffe mit der Waffe, eine Hand abzublocken, Werkzeuge wie Äxte, Spitzhacken, Sinn, Hackmesser zählen nicht als Waffen, können nicht verteidigen. Aber da steht doch was von abrollen. Wieso ist hier nichts zum Rollen? Ah, hier, nächstes. Alt! Mit Alt kann ich wegdodgen, das ist doch nice, Alter. Okay. Tab, wähle Fleisch, kann Lagerfeuer gebraten werden, E, um es zu konsumieren. Okay. Unser Lagerfeuer haben wir. Brennstoff hinzufügen. Baumstamm. Kann ich das splitten? Aufteilen. 3 Baumstamm hier rein. Anzünden, 15 Minuten. Gebratenes Fleisch. Ich habe 16 Fleisch, okay. Also ich kann einfach hier wahrscheinlich auf... Ja. Ich denke mal, mit Fleisch kann man nichts anderes machen als braten, deswegen braten wir einfach alles. Okay, jetzt soll ich das gebratene Fleisch noch essen. Hier hochpacken. Ist noch ein Frischfleisch. Mach bitte noch, ja. Gebratenes Fleisch. Essen. Bugs LP steigt um 50 pro Sekunde. Wiederherstellung von 0,5 LP. Dauert 5 Minuten. Okay, also Essen gibt einen Buffs auf jeden Fall. Ich sehe gerade unten, meine HP regenerieren sich. Ich soll 12 dicke Seile herstellen, aber die 3 Seile, die ich bereits hergestellt habe, um meinen Bogen herzustellen, die zählen da schon mit rein. Das finde ich gut, dass der das speichert. Und sich das registriert, dass ich bereits mehrere Pfeile hergestellt habe. Seile meine ich, nicht Pfeile. Aber wir brauchen noch mehr. Also brauchen wir Büsche und die können wir mit der Sense fällen. Ich würde gerne wissen, es ist ja dunkel, ob ich irgendwie schlafen kann, um die Nacht zu überstehen. Oh! Ein Truthahn, Muchachos, ein Truthahn! Ja, mein Kleiner. Yeah. Oh, der ist direkt tot. Ging schnell. Und das jetzt aber ein Baby-Truthahn. Nein, 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 nein. Scheiße! Er verarscht mich. Das war drüber. Wahrscheinlich will ich genau drauf sein. Aha! Ich konnte nicht ranziehen. Ey, du Schwanz! Bleiben Sie stehen! Oh, ich muss schon ziemlich genau treffen. Truthahn, getruthahnt. Okay. Mein Messer. Hacken, Federn, Bestienblut und Fleisch. Danke, Natsu. Federn haben wir gerade nicht bekommen. Kann ich meine Beute auch wiederfinden? Mit Kuh? Ah, ich kann mit Kuh... Oh, hier ist sogar ein... Oh, hier ist ein Nest mit... und geile Eier. Aber die Federn kann ich nicht mitnehmen, wa? Okay, das heißt, kann ich den anderen Tarp hier auch noch wiederfinden mit Kuh? Sieht so aus, der ist echt verschwunden. Ist einfach gedespawnt. Da ist ein neuer Tarp hier gespawnt, aber den ich gekillt habe. Der bleibt tot. Warum ist da Licht da hinten? Ist da irgendwie so ein NPC oder sowas? Schauen wir auch gleich mal nach. Ah, Lazo, die Szene geweckt. Ah, perfekt. Sorry, Muchachos. Lagerfeuer. 16 Fleisch. Und dafür mehr gebratenes Fleisch. Ich denke mal, unsere Fleischversorgung läuft jetzt langsam. Haben wir weniger Probleme. Ach, wir müssen auch Seile herstellen, ne? Ich war ja nicht gerade beim Seil herstellen. Muss ich merken, es braucht nur 2 Schläge für einen Busch. Mal scannen, ob ich irgendwo hier Viecher habe, die fressen wollen. 100 Jahre später. Quest erfüllt! So, was sollen wir jetzt machen? Drücke T. Grobstoffausrüstung. Aha. Außerdem soll ich 20 Teile grober Stoff herstellen. Und 3 Teile Grobstoffausrüstung. Okay, also. T. Grobstoffausrüstung. Reichen da nur. Handschuhe. Steinperlenkette.
Ah, guck mal, die ganzen Items hier bringen uns noch Effekte. Der Ring hier zum Beispiel, maximale LP, Angriff und Armzähigkeit. Die Kette bringt uns maximale HP, Angriff und Kopfzähigkeit. Und die Handschuhe bringen uns LP, Angriff und auch Armzähigkeit. Okay. So. Jetzt soll ich groben Stoff erstellen, dafür brauchen wir nur Fasern. Ich vermisse irgendwie die Fähigkeit, dass ich... Nein, ich will kein Käfernetz herstellen. Plus, aus, Stopp, hier, Ende. Nein, abbrechen, geht nicht. Ich vermisse die Fähigkeit, Weißt du, mehr herzustellen, aber nicht alles. Weil ich kann nur eins herstellen, 10. Okay, 10 herstellen, Maria, machen wir das. Den sollte reichen, hoffentlich. Was merke ich? Achso, was? Meine Szene ist falsch. Achso, ach, Digga, lachs mir die Füße, ey. Ich entschuldige mich noch einmal. Ich habe gerade, by the way, ich habe nur Stoff hergestellt. Ich soll aber 20 Stoff herstellen. Ich habe also zu wenig Stoff hergestellt. Ich brauche nochmal... Ah, doch, Schuhe sind gut. Ich stelle mir die erste Ausrüstung her, die erste Rüstung hier. Anlegen. Ich habe Schuhe! Ich hätte vielleicht mit der Rüstung anfangen sollen, ne? Egal. Wir brauchen aber mehr Fasern. Finally! Jemand schon das neue Eminem Slim Shady Video angeschaut? Ich nicht, nein. Yeah, yeah. Ernte können auf 8 verbessert. Wir werden langsam zum richtigen Protein. Okay. Grober Stoff. Wird hergestellt, haben wir. Jetzt noch Hosen und Schuhe. Wir brauchen mehr dickes Seil. Jetzt können wir... Schuhe haben wir schon. Hose, wir brauchen noch mehr Seile. Also noch mehr Büsche. Ja, lasse, wäre es möglicherweise. Da Marvin heute leider keine Zeit hat, ist er nicht am Start im Stream. Aber ich habe gesagt, ich teste das mal aus und gucke, ob das vielleicht für YouTube taugt. Und bis jetzt sieht es eigentlich erstmal ganz gut aus. Mal schauen, vielleicht gibt es dazu noch was auf YouTube. Dickes Seil. Und jetzt können wir Kleidung herstellen und die Hose. Damit haben wir die Ausrüstung voll. Endlich haben wir ein Hemd. Wo ist die Hose? Da ist die Hose. Ah, okay. Weberei sollen wir lernen, um Bandagen herzustellen. Basisweberei, hier. Webmaschine, einfache Weberei für Bandage. Erforderlich Webmaschine. Wir müssen also Webmaschine herstellen, lernen und dann noch die einfache Weberei. Und jetzt sollen wir einfach nur 3 einfache Bandagen herstellen. Einfache Bandage. 1, 2, 3. Passt. Ich kann mal den Kescher hier rausnehmen. Ich weiß noch nicht genau, wozu ich Käfer fangen muss. Dann haben wir... muss sagen, ich hätte lieber die Verbände auf 5. Und besser healen. Gibt's das Game auf PS5 auch? Ich glaube nicht, nein. Wie ist es eigentlich für dich, Deko, mit dem kleinen Marvin? How you feeling? Ja, also, ne, ist ja... Weiß ich nicht, ist ja nicht mein Kind. Ja. Ist cool. Marvin hat sich fortgepflanzt. Ficken! Wir sollen eine Bandage nutzen. Ah ne, hier. Noch ein Level Up, sehr schön. Herstellungsleiste, errichte 6 Strohfundamente.
Suche eine geeignete Umgebung und wähle ein fertiges Strohfundament. Drücke E, um es aufzubauen. Okay. Jetzt sollen wir ein Strohfundament bauen. Was brauchen wir dafür? Wo ist das Strohfundament? Ist hier. Dickes Seil brauchen wir noch. Stroh haben wir genug. Aber dicke Seile nicht. Wir brauchen also schon wieder Büsche. Da nicht für, Mr. Silverstar. Da nicht für. Let me see it way. Ja, ich denke, das soll jetzt langsam reichen. Erntet auf 11, Diggas. Wir werden besser und größer und alles. Oh, ich habe meine Ausdauer leistet sich gerade zum ersten Mal. So. Jetzt 6. Warum? Achso, ich muss Seile herstellen. Erstmal Seile. Ah, oh, das ist eine geile Idee, Jan Mai. Ein Mini-Sombrero für den kleinen Marvin. Mal gucken, ob ich sowas finde. Die Idee finde ich gut auf jeden Fall. Nein! Fick mein Lachs, Alter! Ich hab Stoff hergestellt. Ich muss auch Seile herstellen. Ah. Ah. Deko. Deko, please. Ich kann 5 werden. Mir fehlt jetzt ein Fundament fehlt mir jetzt. Perfekt einfach. Einfach nice. So. 2, 3. Ja, warum? Was fehlt? Wahrscheinlich wieder Seil, ne? Besser als diese Fischerhüte mit den Kappen an der Seite, die Kinder mal in der Sonne tragen. Ja, stimmt. Also ist auf jeden Fall stylischer dann. Verbessere Holz- und Steinkönnen auf 4. Es gibt Holz- und Steinkönnen. Das Durchschnittsalter der Muchachos ist natürlich gar nicht so niedrig. Also, wir haben schon eher die älteren Zuschauer bei uns. Oh. Oh. So. Ich würde sagen, ich bleib dabei. Oh, der Sonnenaufgang. Oh, Digga, die geile rote Sonne in dem Meer, Alter. Sieht schon geil aus. Wir können das Licht rausmachen hier. Das Licht da unten ist mir auch suspekt. Da müssen wir ein bisschen aufpassen vor. Wir klettern jetzt hier mal auf so einen Felsen rauf. Versuchen es zumindest. Und gucken uns den Sonnenaufgang an in Soul Mask. Ja, hat doch was, würde ich sagen. Hat doch was. Was soll das denn heißen? Bin doch junge 46 Jahre. wo ist der Lange mit den schlechten Witzen? Marvin ist heute nicht da. 40. Guck mal, Marc ist 40, Hamburg-Kind ist 46. Sag ich ja. Die Instant-Ramen habe ich noch nicht probiert, leider. Nein. Ich werde sie wahrscheinlich am Sonntag probieren. Wenn ich vom Feiern wieder zurück bin. Okay. Sonnenaufgang geht klar. Ich glaube, wir bleiben trotzdem mit unserer Base. Die erste fand ich die Ecke da oben, wo das Lagerfeuer ist, gar nicht schlecht. Ich glaube, da bleiben wir bei. Und dann placen wir unser erstes Fundament. Auch wieder sehr arg ähnlich aus. Gern so, dass die Foundation nicht so abgehackt ist. Aber die Schräge hier ist nochmal da. 1, 2. Right here. Fünf, sechs. Das Lagerfeuer kann ich wahrscheinlich nicht wieder aufheben oder so, ne? 13 Fleisch. Immerhin, das Fleisch verbrennt nicht. Also, das war jetzt sehr lange da drinne. Es ist fertig, aber es bleibt auch im fertigen Zustand und verbrennt dann nicht. Wir essen mal eine Suppe hier. Geburt eines neuen Stammesleuchtfeuer. Tee. Ah! Ah! Erwachen der Barbaren, Geburt eines neuen Stammes. Bronzefortschritt. Leuchtendes Eisen.
Stahlzeitalter. Tief in den Ruinen. Ah, aha, aha. Wäre das Durchschnittsalter sehr jung, wärt ihr auch einfach dauerhaft auf dem Index. Wahrscheinlich schon, ja. Also bei uns ist, bei uns unsere Zuschauergruppe über 40 ist größer als Zuschauergruppe unter 18. Wenn man dem YouTube-Statistiken glauben mag. Okay, Leuchtfeuer ist gelernt. Lass mich raten, ich soll eins herstellen. Ja, ich soll ein Leuchtfeuer erstellen. Leuchtfeuer, was brauche ich? 10 Baumzweige. 10 Stein. 20 Baumstämme. Und 20 Hartholz. Oh, oh. Bei Hartholz weiß ich ja jetzt nicht, ne? Vielleicht von den Bäumen hier? Das ist ein ganz schön großer Oschi hier. Baumrinde, Baumzweig. Baumrinde. Harz. Bekommen wir. Premium-Hartholz. Baumzweige, Baumrinde. Level Asian mit Motorrad. Oh ja, das war wahrscheinlich war das eine sehr schöne Folge für mich, oder? Der Großteil sind 20 und 30. Ja, die zwischen 20 und 30 die Leute, also so ungefähr so alt wie wir sind. Er ist unsere größte Zuschauergruppe, ja. Baumstämme bekomme ich hier. Habe ich schon Hartholz bekommen? Schau doch mal nach. Baumstamm. Hartholz, 7. Ich glaube, ich brauche 10, ne? Weiß ich von was? Die sehen so aus. Baumstamm. Aber ich muss sagen, ich finde den Sound. Also, jetzt gegen so einen Baum zu schlagen, da könnte auch dran arbeiten, würde ich sagen. Also, das hört sich jetzt nicht so nach Baumhacken an. Das ist mehr so, als würde man eine Tür zuschlagen oder so. Leuchtfeuer! Herstellen. Oh, ich habe Kokosnüsse bekommen. Spross der Ansiedlung. Ich soll das Feuer auf jeden Fall hier auf den... Ich kann's auch daneben bauen. Platziere es auf deinem Fundament, ist die Quest. Aber ich muss sagen, ich würde mir gerne den Platz auf dem Fundament sparen. Für irgendwelche Handwerksbänke oder irgendwie sowas. Ich baue das Hand... Ich versuch's mal, das Lagerfeuer einfach dahinter zu bauen. Das Leuchtfeuer, nicht Lagerfeuer. Okay, jetzt soll ich Basisgebäude lernen. Basisgebäude, Mischelcheck. Mischlerei. Basisgebäude. Strohwand. Strohabdeckung. Strohtür. Strohkiste brauchen wir auch. Wir brauchen einen Lagerplatz. Stelle Strohbaumaterial her. Errichte einen überdachten Unterschlupf, um zu verhindern. Herr Rumstreicher hat dein Lager entdeckt und da diese Welt voller Gefahren steckt, hofft sie, sich dir anschließen zu dürfen. Annehmen. Herr Rumstreicher, Level 24. Digga, ich hab meinen ersten hier Stammeskrieger! Okay. Ich mach erstmal hier weiter, aber das sieht, ich hab cool. Ja, nice. Nehme ich. Holzkiste kann ich schon lernen. Herstellen meine ich. Holzkiste stellen wir her. Wo kommst du eigentlich weg? Also welche Stadt aufgewachsen? Ich bin aufgewachsen auf dem Dorf. Dorf zwischen, ziemlich mittig zwischen Hannover und Bremen. Das Kaff nennt sich Westen. Also wie die Himmelsrichtung. Die nächstgrößere Stadt, die man vielleicht kennt, ist Verden an der Aller. Da komme ich weg. Und jetzt mittlerweile zum Studium nach Hannover gezogen und seit 11 oder 12 Jahren hier. Okay, was brauche ich jetzt zum Herstellen? Strohboden. Ich brauche Stroh, dickes Seil brauche ich. Ich habe sehr viel Stroh.
Mir fehlt hauptsächlich zum Bauen von den Hausteilen fehlt mir dickes Seil. Wir müssen also schon wieder ganz schön viele Büsche massakrieren. Wäre natürlich geil, wenn ich jetzt meiner Stammes Kollegin hier irgendwie, kann ich dir Gegenstand ansehen. Kann ich dir nicht auch irgendwie sagen, was du machen sollst? Wäre geil, wenn die jetzt für mich einfach mal so ein paar Büsche abbauen würde, ne? Aber gut. Bleibt wieder alles an mir hängen hier. Passt jetzt endlich Marvin dabei. Jan Mai, hauen Sie rein. Ich wünsche dir einen schönen Freitag Restabend. Küsse geht raus. Okay, mal gucken, wie viel Seile ich herstellen kann. 8. Das wird nicht für viel reichen. Lagerfeuer, Lagerung. Okay, wir müssen erstmal weiter hier jetzt Strohboden. Fundament, Strohwand brauche ich. Ich habe 6. Das heißt 6, 8, 10. Ich brauche insgesamt 10 Wände, Fenster, Türrahmen, wie auch immer, um mein Haus zuzubekommen. Rundherum zumindest. Obendrauf kommt dann noch. Ich kann also schon mal 4 Strohwände herstellen. Also hast du einen Doppelgänger. Bestimmt nicht. Wenn das weiter so regnet, darf ich nachher schwimmen. Bei uns ist tatsächlich... Es regnet nicht. Das Wetter ist nicht gut bei uns in Hannover. Aber es ist zumindest kein Regen. Wahrscheinlich gar nicht. Ich kann 4 Wände herstellen. Warum habe ich jetzt 5? Vielleicht habe ich so einen Herstellungs... Oh, hier regnet es jetzt. Vielleicht habe ich gerade einen Herstellungserfolg gehabt und habe tatsächlich mit einmal Herstellen 2 Wände rausbekommen. Aha. Halte Z gedrückt, um den Stil zu wechseln. Türrahmen, Doppeltür. Oh, Doppeltürrahmen. Ich bin Fan von Doppeltürrahmen. Machen wir hier hin. Außerdem. Ein Fenster. Hier zum Meer. Auf der Seite ebenfalls ein Fenster. Ah, da ist auch ein Fenster. Und dann haben wir noch eine frei, eine normale Wand. Ah, na, das nimmt doch schon mal hier Form an, oder? Also das ist schon fast, ja, eine Baustelle. In Berlin scheint die Sonne bei 26 Grad, Digga. Wie geil wäre ich jetzt gerne in Berlin, ey. Ich muss ehrlich sagen, mir geht das Wetter jetzt schon wieder auf den Sack, Alter. Wir hatten so 3 Tage, wo richtig geil Sonne war. Und seitdem ist einfach die ganze Zeit nur bewölkt des Todes und Regen. Immerhin in Hannover zumindest kein krasser Regen. Also es ist nicht so, dass hier irgendwie Land unter wäre oder so. Aber ist halt auch nicht gut. Stein. Für uns fehlt ein Stein. Dankeschön für die... Oh, jetzt habe ich die ganze Zeit mit der Faust einfach gegen Stein gehauen. Richtiger Uhrzeitmensch. The Lord schreibt gerade auf Twitch. In der Inventaransicht oben links kannst du die Stammesmitglieder durchgehen und den Aufgaben zuteilen. In der Inventaransicht oben links. Arbeit. Oben links. Ah, aha. Okay. Arbeit. Plus. Bediene Werkbank. Sammeln in der Wildnis. Werkstatt sammeln, Gegenstandslagerung. Oh, geil. Farmverwaltung, Werkbank beauftragen, Züchten, Schlachten, Lagerunterhaltung, Minenförderung. Geil. Dankeschön, Lord. Wildnis. Arbeitsziel. Menge, Arbeitsziel. Holzfällen, Bergbau, Ernten. Menge unbegrenzt. Ja. Speichern. Beginnen. Setzt er sie essig in Bewegung? Macht er jetzt irgendwas? Er läuft! Nee, er sitzt. Habe ich das nicht gespeichert? Hat das nicht geklappt? Arbeit.
Lachs? Warum ist das weg? Sammeln. Ernten. Beginnen. Wenn ich auf Beginn gehe, geht's weg. Muss ich vielleicht... Menge unbegrenzt. Strohkiste. Warum geht das nicht? Lord, Junge, warum sagst du mir sowas? Warum geht das nicht, wenn du mir das sagst? Okay, gib mal eine Menge ein. Sagen wir 500. Und das auch. Es geht nicht. Ein Lagerfeuer, wenn er in der Wildnis sammeln soll? Warum soll ich hier einen Ort eingeben, wenn hier schon steht in der Wildnis? Arbeitsziel, ernten. Menge, 500. Speichern. Ha! Yeet, Küsschen. Yeet hatte recht. Deko hatte Unrecht. Inrecht auch, aber auch Unrecht. Yeet war richtig. So, bitte aufteilen, zerlegen, reparieren. Aha. Oh, Dino Dom, ich hab immer Bock auf Politik-Talk eigentlich, ey. Das ist nicht so einfach, aber ich hab eigentlich theoretisch Politik immer Bock. Ich bin mal gespannt, was unser Lagerarbeiter für eine Ausbeute ranholt. Dickes Seil. Renegade Master. Wie, du bist schon wieder hier? Ach ne, er macht noch irgendwas. Okay, also sie baut auf jeden Fall tatsächlich physisch hier irgendwelche Büsche ab. So wie ich das verlangt habe. Unser Haus ist ganz schön nass von innen mittlerweile, aber wir sind ja dabei, ne? Wir sind ja dabei. Wir brauchen eine Tür. Ich hoffe, ich kann bei der Tür auch unterscheiden zwischen einer Einzeltür und einer Doppeltür. Weil ich habe ja einen Doppeltürrahmen. Eine Tür. Wie viele Wände brauche ich noch? 1, 2, 3, 4, 5 Wände brauchen wir noch. 1, 5. Die Tür ist hier oben. 1. Z, Doppeltür, geht, perfekt. Oh. Oh. Ja. Yeah. Okay. Nice. Neben der Tür wird auch ein Fenster eigentlich, oder? Dass man rausgucken kann, so wer davor steht. Ob man nicht ausgeraubt wird. Ups, das wollte ich nicht. Until we see. Yeah! Okay, ich brauche nur. Brauchen wir nur noch ein Dach. Strohdach. Ja. 1. Was fehlt? Dickes Seil. Für dickes Seil brauche ich wieder erst Fasern. Ich hoffe. Noch nichts eingeräumt. Am Ende räumt sie wahrscheinlich erst ein, wenn ich sie dann sie 500 hat. Ich habe gesagt, 500 soll sie sammeln. Kannst du mir Gegenstand ansehen? Die brauche ich. Bitte alle. Gib mir alle. Bisschen. Dickes Seil. Alle. Boah. Hä? Du meinst im Video, dass du offen bist, wenn Leute sachlich für die AfD argumentieren. Heißt das, du bist auch gegen ein AfD-Verbot? Nein. Das heißt es nicht. Ich bin absolut für ein AfD-Verbot. Ich werde auch, also, ja. Ich bin auf jeden Fall für ein AfD-Verbot. How can I wechsel? Die Richtung ist nicht so, also ich hätte gern, dass es nach innen, ne, also... Ja. Ja, so ist gut. So ist gut. Genau so. Wie findest du das Game bisher, Eli? Ich find's bis jetzt ziemlich nice eigentlich. Also,
Dafür, dass es jetzt gerade heute in den Early Access gestartet ist. Ich habe noch nichts gefunden, was irgendwie buggt oder was irgendwie nicht funktioniert. Alles nice. Und es sieht sogar ziemlich cool. Es ist natürlich nicht die beste Grafik. Ist jetzt nicht irgendwie Unreal Engine 5 oder irgendwie sowas. Aber es sieht ganz gut aus. Es läuft flüssig. Keine Bugs, keine Abstürze, kein gar nichts. Also ich würde sagen, gelungener Early Access Release. Das Game heißt Soul Mask und ist tatsächlich seit heute draußen. Aha! Guck mal, sie macht sogar wirklich! Sie hat das geerdete Zeug in die Kiste gepackt. So wie ich es verlangt habe. Guter Mitarbeiter, muss ich sagen. Guter Mitarbeiter. Hä? Das Bauen könnte ein bisschen besser. Also gerade das Setzen vom Dach auf jeden Fall. Jetzt ist gerade ein bisschen schwierig. Okay, versuche erstmal da drüben. Nein! Er ist umgeswitcht, der miese Lachslutscher. Aber es geht trotzdem. Kann ich das abreißen? Ah, fick mich, das war ja falsch. Abreißen, demontieren heißt, ich hab's wieder im Inventar bestimmt, oder? Ja. Demontieren, ja. Jetzt nur noch irgendwie diese beiden hier. Ja. Ja! Was würdest du den Entwicklern sagen nach den anderthalb Stunden, Spielstunden? Ich würde sagen, good job. Also bis jetzt echt good job. Ich habe bis jetzt auf jeden Fall den Ark Survival Evolved Teil hinbekommen. Und auch mit den Stammesmitgliedern hier das Cowern Exiles. Ich weiß noch nicht genau, wo das Palworld herkommen soll. Also ich habe in den Bewertungen auf Steam gelesen, dass das Game eine Mischung sein soll aus Palworld, Ark Survival Evolved und Cowern Exiles. Und Palworld weiß ich bis jetzt noch nicht. Aber der Rest, nice. Ist ein fresher Take. Ich mag das Setting. Dieses Azteken-Setting ist unverbraucht. Finde ich fresh. So, jetzt ist die Frage, wie kriegen wir das noch zu? Brauche ich dafür Dach oder brauche ich dafür Wand? Ich mache mal erstmal eine Wand. Kriegen wir mal. Das sieht doch hier danach aus, oder? Strohbedeckte Schrägwand. Ja! Okay, das heißt, ich brauche davon noch drei Stück. Was ist der Ark-Teil? Basebau. Der Spawn auch. Also wir sind am Strand aufgewacht. Ark. Aber auch man kann Tiere zähmen. Also die Viecher, die rumlaufen, so Jaguare, Truthähne, Tapire und sowas, man kann die zähmen. So wie die Dinos in Ark. Kriegen wir das so hin? Ne, kriegen wir nicht. Aber das ist ja falsch rum. Ha! Ich kann das nicht... Ich kann das nicht drehen! Das geht nur... Es geht nur so rum. Aber warum? Okay, lass uns ganz kurz checken. Jetzt habe ich wieder nicht genug Seile wahrscheinlich. Seile, ja. Drei Stück oder so. Lass uns kurz gucken, ob vielleicht ein... Bei einem Strohdach, weil da habe ich auch sowas ähnliches gesehen. Ob das die andere Seite ist. Strohdach. Nee. Sieht zwar ähnlich aus hier, ist aber nur ein Schrägdach. Strohdachspitze. Nee. Staffel 7 vs. Wild Staffel 4 wurde angekündigt. Würdest du mit Marvin... Wir würden mitmachen, denke ich mal, ja. Also... Ja, wobei, ich weiß nicht. Zeittechnisch mit Marvins Kind vielleicht gerade ein bisschen schwierig.
Aber interessiert werden wir auf jeden Fall. Das ist... Ich habe auch irgendwas davon gehört auf jeden Fall. Vielleicht links und rechts. Ja, das Ding ist ja, dass das ja... Ja, vorgeht aus einer Wand einfach nur. Es gibt ja nicht rechte Wand und linke Wand. Und ich kann hier halt nur zwischen diesen Sachen durchswitchen. Wand, Fenster, Tür, Doppeltür, Schrägwand und invertierte Schrägwand. Aber ich kann die Schrägwand halt nicht umdrehen. Ach so, hier ist das Leuchtfeuer zu nah. Das ist auch noch ein Problem. Kann ich das Leuchtfeuer versetzen? Hier hin. Ah, das passt. All das, was man Sachen noch einfach umsetzen kann, finde ich schon mal sehr cool.